schön. Wir reden heute über die sogenannte innere Energie, weil Ostern ist, beschäftigen wir uns also mit inneren Ostereiern. Spaß beiseite, ernst komm her. Innere Energie kennt ihr eigentlich schon alle. Wir hatten ja gesagt, dass wenn Stoffe warm sind, dass alle Teilchen schwingen und dieses Schwingen ist die sogenannte innere Energie. Mehr ist es nicht. Aber wozu brauchen wir das Ganze? Es geht hier in diesem Fall nicht um die einfach bloß um die innere Osterenergie, sondern es geht darum um den sogenannten, und jetzt kommen wir zur echten Überschrift, ersten Hauptsatz der Wärmelehre. Der ist gar nicht mal so schwer zu verstehen. Wir werden es mal durchdiskutieren und dann hören wir uns hier wieder im Video. Der sogenannte Hauptsatz der Wärmelehre, der hört sich so, naja, schon fast doppelt gemoppelt an. Es geht darum, der Unterschied, Delta ist immer der Unterschied, die Differenz, Differenz heißt Unterschied, der Unterschied der inneren Energie eines Stoffes, das heißt, wie dolle die Teilchen schwingen, sage ich mal so locker, der Unterschied ergibt sich aus der zugeführten Wärmemenge und der Volumenarbeit. Und das Volumenarbeit-Wort, das müssen wir nochmal klären. Das ist letzten Endes relativ einfach zu erklären. Volumenarbeit, die entsteht so. Leider muss die, ich würde sie gerne WV nennen oder sonst wie, aber naja, die heißt halt so. WA ist P mal Delta V. Das sagt es auch wieder. Jetzt schreibe ich mal gleich wieder was dazu. Das ist meine Volumenarbeit. Ergibt sich aus dem Druck, das Ding heißt Druck, P wie Pressure, ne? Druck, und das ist die Änderung des Volumens. Also Volumen, Änderung. Änderung ist Delta in diesem Fall. Volumenänderung, lässt sich so besser sagen. Das kennen wir alles von der Luftpumpe, wenn ich, also, oder wie wir es hier schon gezeigt haben, eine Spritze vorne zuhalten, Luftpumpe vorne zuhalten, hier Daumen drauf, ne? Daumen drauf gehalten, dann ist die Luftpumpe zu und ich drücke den Kolben einfach in diese Richtung hier. Dann wäre der zweite Zustand, wenn ich das entsprechend dolle zusammengedrückt habe, hier. Dann ist der Kolben also hier. Hier ist das Gestänge. So. Vorher hatte ich ein Volumen, sagen wir dazu meinetwegen 0,2 Liter. Und danach habe ich ein Volumen von nur noch 0,05 Liter. Das heißt also, das ist ein Viertel von dem Ausgangsvolumen. Dann habe ich von außen Volumenarbeit verrichtet. Das heißt, ich habe hier das Ding so dolle zusammengepresst, diese Luft, die da drin ist, dass der Druck sich erhöht. Ich habe also Volumenarbeit selber verrichtet. Was aber, wenn ich die ganze Sache umgekehrt mache, und schon sind wir eigentlich beim eigentlichen Thema, was ist, wenn ich eine Luftpumpe habe und die Luftpumpe war in diesem Fall, die schließen wir mal hier an einen Schlauch an und da herrscht ein großer Druck drin, kann man an der Tankstelle mal ausprobieren. Und der erste Zustand war, dass der Kolben praktisch eingefahren war. Ich habe also hier jetzt 0,05 Liter. Also ganz wenig Platz drin. Was wird passieren? Ganz einfach. Der zweite Zustand ist, dass der Druck, wuff, mir das Gestänge rausdrückt. Und ich dann wieder ein größeres Volumen habe. Lass es größer sein, 0,2 Liter. Bloß mal ein Beispiel. Dann habe ich sogenannte Volumenarbeit verrichtet. Aber das ist ja nicht der Trick der Wärmelehre. Wenn ich hier kalte Luft reinleite, dann hat sich ja nicht viel geändert. Aber so kann man sich Folgendes vorstellen. Ich könnte nicht bloß einfach hier sagen, ich nehme hier einen Druckschlauch von der Tankstelle, sondern ich nehme diesen Zustand und sage, das machen wir anders. Ich fülle hier ein bisschen Benzin rein. Bring da einen kleinen Draht rein,
Mische das Benzin richtig schön mit der Luft und zünde an. Und zünde das Benzin an. Was passiert? Da drin gibt es eine kleine Explosion. Das Ding wird warm hier drin, richtig warm. Das ist Wärmeenergie dann. Und die verrichtet dann die sogenannte Volumenarbeit. Da kann jeder wetten, ich möchte jetzt das Wort gar nicht gebrauchen, das kann man auch mit Haarspray machen und hat eine Kartoffelkanone. Ne? Aber nicht mit einer Luftpumpe, das geht schief. Kartoffelkanonen funktionieren besser. Das ist Volumenarbeit, darum geht's. Hier drin rumpelt's und das ist der Trick. Hier drin, hier gibt's eine kleine Explosion. Hier gibt's wahnsinnig viel Wärme. Hier drin wird Volumenarbeit letzten Endes dann verrichtet. Das heißt, das drückt's raus. Das Prinzip brauchen wir aber nicht für eine Kartoffelkanone, sondern das kennen wir alles an anderen Geräten. Wir kämen sonst gar nicht mehr vorwärts heutzutage. Wir können uns gar nicht vorstellen, ohne Dieselmotoren, Ottomotoren und ähnlichen Maschinen auszukommen. Das sind alles Wärmekraftmaschinen. Darum geht's. Aber jetzt zurück zu unserem ersten Hauptsatz der Wärmelehre. Der sagt ja, dass die innere Energie, nehmen wir nochmal diesen kleinen Raum hier, wo ich mein Benzin drin entzünde, dass die innere Energie dieser Luft, die da noch drin war, sich erhöht, wenn ich Wärmemenge zuführe. Das mache ich, indem ich nämlich das bisschen Benzin da anzünde. Und die zugeführte Wärme im Zusammenhang mit der Volumenarbeit, die dann verrichtet wird, ergibt genau diesen Unterschiedsbetrag. Kommen wir dann an verschiedenen Geräten wieder drauf zurück. Da hinten stehen schon welche, seht ihr. Ich mache jetzt an der Stelle erstmal Pause, um noch ein paar Fragen zu klären. Diese Tauben hier. Ja, eine Taube ist besser als eine Blinde. Gucken wir uns das mal von den Einheiten an, ob das klappen würde. Diese Volumenarbeit, ob das wirklich klappen würde. Druck wird in Kraft pro Flächeneinheit angegeben. Also Newton pro Quadratmeter zum Beispiel. Kraft, da kommen wir später noch drauf, pro Flächeneinheit. Und wenn ich jetzt die Volumenarbeit nehme und sage, naja, irgendwie müssen wir ja hier hinkommen. Wie wird Volumen ausgedrückt? In Kubikmetern zum Beispiel. Ja, ein Kubikmeter und Quadratmeter, die kürzen sich. Hier bleibt eine 1 und hier bleibt ein Meter stehen. Also kommt hier eine Einheit für Arbeit, für mechanische Arbeit, Newtonmeter raus. Also das funktioniert schon mal. Da haben sie uns nicht irgendwie versucht, einen unterzuhelfen. Aber jetzt schreibt euch nochmal ein paar wichtige Anwendungen auf. Also bitte nicht Kartoffelkanone, naja, könnt ihr machen, aber schreibt euch lieber viel interessantere Maschinen auf. Und zwar, das eine wäre die Dampfmaschine. Das werden wir jetzt alles gleich untersuchen. Dampfmaschine. Ottomotor. Weil der Erfinder Otto hieß, deutscher Ingenieur, und noch ein Deutscher, Rudolf Diesel, hat den sogenannten Dieselmotor erfunden. Dieselmotor, Ottomotor, Dampfmaschine. Das waren so die, na sagen wir mal, die spannendsten Erfindungen des 20. Jahrhunderts. Ja, gut. Machen wir es mal so. Ottomotor, damit man es unterscheiden kann. Das ist der, der mit Benzin funktioniert. Und der funktioniert mit Heizöl. Heizöl ist Diesel. Benzin ist leicht. Also ist viel leichter und viel, hat eine geringere Dichte und viel schneller zu entzünden. Heizöl viel schwerer. Und trotzdem funktioniert der Dieselmotor auch. Wie das entzündet wird, werden wir uns gleich drauf stürzen. So, das bis dahin erstmal. Kurze Pause. Wir haben uns jetzt also verschiedene Geräte hier angeguckt. Mal der wichtigste der Motoren ist der Viertaktmotor und der hat eigentlich vier Takte. Und zwar nehmen wir den ersten, das wäre der Ansaugtakt. Wir haben es dann im Chor gesagt, Ansaugtakt. Dann kommt der Verdichtungstakt. Die sollte man kennen, diese Begriffe, Verdichtungstakt. Dann der Arbeitstakt und der, ich höre es schon, Auspufftakt. Auspufftakt. Eine Fachfrage sei gleich beantwortet an alle die, die nicht wissen, wo beim Auto der Auspuff ist. Der ist gegenüber vom Einpuff. 1964, Ewart Kors. So, das sind also die Takte eines Viertaktmotors, wenn man das mal hört. Viertaktmotors. Der ist, diese vier Takte,
Der Viertaktmotor kann ein Dieselmotor oder ein Ottomotor sein, das ist in diesem Fall egal. Das funktioniert überall gleich. Nur, dass beim Dieselmotor nach dem Verdichten der Diesel hier genau nach dem Verdichtungstakt eingespritzt wird und sich durch die hohe Verdichtung selbst entzündet. Und beim Benzinmotor ist es so, dass das Benzin-Luftgemisch durch eine Zündkerze entzündet wird. Ansonsten saugt jeder von diesen Motoren an, verdichtet. Dann knallt es, dann kommt der sogenannte Arbeitstakt und dann der Auspufftakt. Und das kann man sich alles im Buch sehr schön angucken. Das ist auf den relativ letzten Seiten des Physikbuches wunderschön nochmal dargestellt. Ich empfehle auch YouTube für solche Sachen, weil da gibt es auch schöne Darstellungen dieser Takte. Sollte man eigentlich wissen. Als Mann oder Frau ist das egal. Viertaktmotor kennen, macht schon was her. Ich schließe das Video und wir beschäftigen uns jetzt mit anderen Dingen. Schöne Ostern!